Hey Freunde und herzlich willkommen zurück zum Tag 9 vom Live Your Life Trip 2016. Heute ist der letzte Tag für mich hier in Osternur und ich dachte mir, weil ihr so auf Live on Track steht und weil das mir natürlich auch unglaublich viel Spaß macht und weil das Wetter der Oberhammer ist, habe ich mir gedacht, okay, zum letzten Tag kann man ruhig nochmal Live on Track machen. So, Handschuh an. Ich bin natürlich schon eingefahren, habe mir schon eine Route rausgesucht. Ich war vor 3 Monaten das letzte Mal in Osternur und habe ich euch, glaube ich, die Flowline gezeigt. Heute zeige ich euch natürlich eine andere Linie, die auch viel Spaß macht. So, abschließen, Fahrrad schnappen und los. So, das Wetter ist auf jeden Fall traumhaft wie gestern. Einfach nur der Oberhammer. Auf jeden Fall besser wie Regen und Nebel. Nein, auf jeden Fall sehr geil. Man schwitzt zwar wie verrückt, aber Sonne und Wärme ist geil. So, gleich sind wir da. So, hier vorne. Geradeaus, wo der Junge steht, geht der Flowtrail los. Ich möchte aber diesmal hier reinfahren. Der Start von der Downhill. Aber ich werde nicht komplett die Downhill fahren. Ich werde bloß die ersten 2 Sprünge mitnehmen. Dann links in den Park. Da sind ein paar Step-Up, Step-Down. Und dann werde ich die, glaube ich, auf die Flowline wieder rüberfahren. Auf jeden Fall auch eine coole Kombination. Und ja, die Downhill lasse ich weg. Die ist ziemlich ausgewaschen und ziemlich nass, schmutzig, dreckig, rutschig. Habe ich keine Lust drauf. Deswegen fahre ich die. Okay, mal gucken, wie es läuft. So, ganz gemütlich abrollen. Groß treten brauchen wir hier nicht. Man wird schnell genug. Opa. So, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass man beim Lüften niemand umknallt. Jetzt kommt man ja in den Park rein. Kleiner Step-Up, Step-Down, gar nichts Wildes. Upp. Hier muss man ein bisschen abbremsen, weil es wird mal viel zu schnell und knallt drüber raus. Und das muss ja auch nicht sein. Upp. So, ganz easy. Wer den, wo ich das erste Mal hier in Osternur war und habe den Live on Track gemacht, bin ich hier oben reingekommen und kam dann hier raus. Und jetzt bin ich halt hier durchgekommen. Ist halt mal eine Abwechslung. Aber am Ende kann man ja fahren, wie man möchte. Hier gibt es so viele Linien, da gibt es immer irgendwas, wo man langfahren kann. So, kleiner Sprung. Hopp. Sehr viele Bremswellen, sehr extrem. Dadurch, dass es die letzten Tage doch ziemlich nass war, hat es ja ziemlich viele Bremswellen reingehauen. Ein paar kleine Sprünge, alles nichts Wildes. Ganz entspannte Strecke. Hier kann man drüber dabbeln, wenn man möchte. Oder einfach durchrollen. So, und jetzt kommt man schon zu den kleinen, 3 kleinen Dirthügeln, die wirklich viel zu klein sind. Die hätten sie ruhig größer machen können. Aber na gut. Einfach mal drüber. Mit dem Footing natürlich mehr als angenehm. So, kleiner Nurfschuh, alles schön trocken, kann man alles schön sicher fahren. Braucht man keine Angst haben, dass man wegrutscht. Und ab in den letzten Teil. Alles noch ziemlich feucht und daher auch rutschig. Muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht wegrutscht. Aber im Großen und Ganzen alles sehr gut fahrbar. So, ich kürze sie ab. So, mal schauen, wo er lang fährt. Alles gut? Ja, alles gut. Und jetzt geht's auf den großen Drop. Boah, viel zu weit. Ja, okay. Gut, Freunde, das war's von heute. Von Live on Track aus Osternur. Schade, hier sind keine Bänke mehr, weil sonst könnte man sich immer hier hinsetzen auf die Terrasse und ein bisschen die Sonne genießen.
Ich fahre jetzt noch ein paar Runden und dann geht es heute Abend weiter zum Geißkopf. Und da war ich noch nie und bin echt gespannt, wie es dort ist. Schalt auf jeden Fall morgen wieder ein, dann bin ich im Geißkopf. Und dann wird es, denke ich mal, auch richtig, richtig lustig. Okay, Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.